Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn und what? Wir sind irgendwo ziemlich weit oben im 36. Stockwerk der Firma, die wahrscheinlich verantwortlich dafür ist, dass diese Welt zugrunde gegangen ist. Wupp, wupp, einen riesengroßen Applaus für machtgierige Firmen. Und schauen wir mal, was uns da unten erwarten wird. In diesem Büro. Der FAS Executive Datenspeicher. Aha. Und eine Bunkertür. Brandschutztür. Verstärkt, damit da keiner reinkommt, der keinen Zugriff hat. Okay. Das ist, glaube ich, das, worauf wir alle gewartet haben. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Okay. Ah, hier drüben ist irgendwas. Oh. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Oh, das wird ja mal mehr. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Lies nicht du alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Okay. Ich bin mal gespannt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das? Das? Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was?
verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Ich habe so eine Vermutung, was sie getan hat. Und zwar hat sie die Menschheit einfach mal... Nein, sie hat den Virus freigelassen. Ein Virus freigelassen, der alles Leben vernichtet, bis zu einer gewissen Größe, sodass sich die Maschinen nicht einfach so replizieren lassen können. Und darum... Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Ach, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Wenn du klug bist, gehst du einfach sterben. Du verstehst nicht. Wenn du so klug bist, ich verstehe. Ich verstehe schon, aber... Na, mit Herz und Faust und Zwinker-Zwinker. Du hast keine Ahnung, wie hart es war, was ich durchgemacht habe. Ich wusste nie, wer ich eigentlich bin oder woher ich stamme. Und dann kommt die Eclipse und will mich töten, nur weil ich wie diese Elisabeth Sobek aussehe. Und sie töten den Mann, der dich aufzog und man fand dich als Baby in den Bergen. Ich weiß das bereits, durch den Fokus. Der Punkt ist, mit jedem Schritt vorwärts scheinen sich die Antworten weiter zu entfernen. Du verstehst das nicht. Ich verstehe das durchaus, Aloy. Doch es ist mir egal. Wenn sich die Antworten mit jedem Schritt entfernen, dann lauf los, um sie einzuholen. Vielleicht erkennst du dann, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier?
weil ich noch mehr Fragen habe. Nicht du so musst... schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Was sind seine Absichten? Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein. Ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. So. Wer ist Hades? Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Klingt einleuchtend. Ich glaube auch nicht, dass sie noch am Leben ist. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Also, ich denke schon, dass die sich irgendwie, dass sich die Menschheit einmal kurz selbst resettet hat. Also, irgendwas wird es da gegeben haben. Okay, ich glaube, wir müssen nicht weiter löchern. Pharaoh-Roboter sind klar. Fokus nutzen, natürlich. Von, naja, vielleicht das du ist noch interessant. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Okay, das reicht mir tatsächlich. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar.
Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Okay. Okay, wir sind im 12. Stockwerk und wir können jetzt hier... Runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Einfach runter. Jetzt zum OS-Roboter-Kommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Na dann, abwärts. Okay. Wo sind wir hier? Und was haben wir davon schon gefunden und gesehen und begutachtet? Ah, nichts anscheinend. Wenn wir hier nochmal irgendwelche Aufzeichnungen oder so finden, dann nehmen wir die natürlich auch direkt mit. Ganz schön kalt hier draußen. Das hatten wir schon mal. Okay, also wir können uns hier jetzt anscheinend nach und nach abseilen. Und ich glaube, wir sind unten. Einmal kurz hier nochmal schauen. Okay, wir haben hier nur Ratten. Und da vorne wird wahrscheinlich auch der Todbringer liegen. Irgendwo. Ach, ich schürf mir alles auf. Ja, warum machst du das auch? Tatsächlich ist das hier die Stelle ge... Okay. So viel zum Thema. Aber wir haben zumindest jetzt wieder einen Blick... Aha. Das kennen wir doch ja schon. Begib dich zum Grabhort. Natürlich nicht. Wir haben hier oben noch eine, und zwar ins Grenzgebiet. Wir wollen dem guten, ich habe seinen Namen vergessen, noch helfen, seine Schwester zu rächen. Aber die Tatsache, dass wir hier gerade fette Mechs haben, macht es mir irgendwie nicht gerade sehr angenehm. Stimmt, das letzte Mal sind wir in diese Richtung gelaufen. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Egal, wir finden schon einen Weg. Definitiv. Und wenn wir hier so ein Sneaky-Beaky-like einfach irgendwo in eine andere Richtung machen müssen und über irgendwelche Hölzer drüber jumpen, das macht uns überhaupt nichts. Wurde ich gerade gesehen. Ich höre doch hier gerade eben einen Wächter rumknatschen. Sag ich doch, drüben ist er. Und... Hui! So, wo ist hier der Weg jetzt raus, ist die Frage. Durch die Ruinen ist, glaube ich, schon mal eine gute Möglichkeit. Da kommt uns auch der, der Verderber nicht so massiv in den Weg. Genau, mach Männchen! Komm, sei ein lieber Roboter! Hm. Bist du süß! Okay, ich merke gerade, wir sind massiv umzingelt. Aber es gibt hier definitiv einen schnellen Weg raus. Den werde ich jetzt einfach mit... ganz einfach suchen. 3, 2, 1, los geht's. Hier, das Mädchen! Ja. Roll. Ich freue mich mal da lang. Hey, die Ecke kenne ich doch. Woo, geschafft. Ganz ruhig. Ich sagte doch, ich kenne die Ecke. Wuff. Alles klar, wir sind safe. Wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Dann wollen wir mal darüber laufen. In diese Ecke, die wir noch nicht kennen. Ups, das wollte ich nicht. Einmal schnell reisen. Warum auch nicht? Ich meine... wir haben diese Reiseration und an dieser Stelle sind die, glaube ich, gar nicht mal so fehl am Platz. Die einmal mal kurz zwischendurch zu nutzen. Wir könnten nochmal eben die Fertigkeitspunkte verteilen, die wir gesammelt haben. Einfach um zu schauen, was wir daraus noch machen können. Ach ja, Ladezeiten, wie schön. Ach, kein Kaffee mehr, auch schön.
Ich bin auch dafür. Ich brauche einen neuen Kaffee. Kaffee braucht man immer. Immer. Ich gehe mal hier auf Quests ins Grenzgebiet. Das ist dann die Quest, glaube ich. Genau, die hier oben stattfindet. Wunderbar. Die können wir nochmal eben einmal schnell speichern. Und genau, wir wollten ja nochmal die Fertigkeiten. Oh, ich habe nur zwei Fertigkeitspunkte. Ich dachte, ich hätte mehr. Was haben wir denn hier? Schlag von unten. Das war noch ganz cool eigentlich. Was haben wir hier? Fallen entschärfen. Oh, weiß nicht, ob das so notwendig ist. Präzision plus leichte Sperrangriffe schlagen viel wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Kritischer Treffer plus. Sag mal, warum habe ich das noch nicht ausgebaut? Dann nehme ich das hier lieber erstmal. Einfach um noch ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen. So. Ach ja, ja. Okay, da drüben ist immer noch der, hoppla. Ist immer noch die Brutstätte und da oben ist einer von diesen, ich mach mich unsichtbar, Dingern. Nein, I'm just going out here. Ich hab darauf irgendwie, na, schon Bock, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss davor, so wie ich das letzte Mal hier auf die Nase bekommen habe. Oh, guck mal, hier ist irgendwas. Das kann ich mir angucken. Gee! Hier greift irgendwas an. Ich räume mich mal eben schnell hier durch die Gegend. Wir haben irgendein nettes Item gefunden. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das wirst du 100% gebrauchen können. Das sind Heilkräuter. Da drüben sind noch welche. Nee, das sind keine. Aber da drüben... Oh, geil. Oh, geil. Das wird ja so witzig. Okay, die sind schon hier zu dritt, zu viert, zu XYZ. Vor allem will ich halt eben überbrücken, und zwar den großen. Nein, dich nicht. Nein, dich auch nicht. Lassen wir das lieber mal. Einfach vorsichtig weiterlaufen. So, hier haben wir noch Heilkräuter. Die nehmen wir mit. Weil wie man sieht, ich habe echt massiven Heilkräutermangel in den letzten Tagen. Deswegen einfach mal alles ganz schnell mitnehmen. Oh, da sind ja noch mehr. Von den dicken Utzen. Panzerwanderer. Ich gehe jetzt hier auch bewusst lieber zu Fuß als mit dem Reittier, weil ich mit dem Reittier die Schwierigkeit habe, dass ich nicht das einsammle, was ich ganz gerne einsammeln möchte. Ach, hier sind die Stürmer. Die sind mir eigentlich relativ egal. Ich gehe mal hier außen rum. Da, wo die Stürmer grasen. Au. Ganz schlau. Habe ich toll gemacht. Ich bin sehr begeistert von mir selber. Da vorne läuft ein Truthahn rum. Da bist du. So, wir müssen auf jeden Fall darüber. Um dann irgendwann auch neue verdorbene Zone. Oh, das ist ein Krokodili, der hier rumgeistert. Wir können diese verdorbene Zone einfach mal einnehmen. Einfach mal so, haha. Wir wissen ganz genau, wie das endet.
Nee, das ist viel schlimmer als das. Das ist so ein Viech, was die ganze Zeit mit Steinen um sich wirft. Verdammt. Und jetzt wird es nämlich... Oh, das war eine sehr schlechte Idee. Das war eine richtig schlechte Idee. Ich sehe da hinten nämlich noch einen zweiten rumgeistern. Roll dich weg, Aloy! Oh, fuck. Da, also das mit dem Wegrollen hat akkurat funktioniert. Ich bin sehr begeistert. Wo ist er? Da hinten. Der ist immer noch rot. Oh, toll. Na, wie war das noch? Ich möchte hier einfach mal ganz kurz meine, meine Heilkräuter wieder auffüllen. Der ist immer noch hinter mir her. Das nehme ich doch mit. Fuck. Ganz schlecht. Oh boy. Das war mal jetzt ein Oschi. Ich dachte, das wäre ein Krokodil gewesen. Und diese Krokodile, die gehen ja noch. Ich weiß zwar auch, dass die ziemlich mies sind. Hier die guten Krokis. Aber dass das dann von diese komischen hässlichen Steinviecher sind, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt hart überraschend. Hier scheint nochmal Heilkraut rumzufliegen. Sehr gut. Trampler, das sind glaube ich die großen. Die mit den Hörnern. Die ich auch sehr gern habe. Uff. Okay, wir sind, glaube ich, hier jetzt schon aus dem schwierigen Gebiet raus. Wir haben hier noch irgendwo ein Lagerfeuer. Absolut kein Platz dafür. Da drüben irgendwo. Neue Heilkräuter. Sehr gut, muss man haben. So, haben wir jetzt hier wieder einen neuen Safe-Spot, mit dem wir durch die Gegend reisen können. Oh, ich bin jetzt gerade gut einfach mal daneben gelaufen. Oder vorbeigelaufen. Dann rollen wir uns hier jetzt einfach mal den Weg hinauf. Hat das echt nicht gesehen, dieses riesige Gebäude? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das Gebäude einfach so groß war, dass uns das eigentlich hätte auffallen müssen, welches wir vorhin hochgeklettert sind. Aber scheinbar nicht. So, ruhig mal ein bisschen hin und her gucken. Okay, ich muss gleich mal eine kurze Pause einlegen. Der Kater plärt hier durch die Gegend und schreit nach Aufmerksamkeit. Oh, ist das ein Schalterhaufen? Sehr gut, freut mich sehr. Natürlich nicht. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das sein soll. Aber hier ist ein Lagerfeuer in der Nähe. Sehr schön. Da bewegt sich was. Das sind Mechanismen. Fremde Mechanismen. Oh, und das ist hier definitiv ein Bereich, in dem wir irgendwas machen können. So, genau. Ich mache hier jetzt erstmal einen ganz kleinen Stopp und wir sehen uns dann gleich wieder, bald wieder, in der nächsten Folge. Und ein paar Minuten, wenn ich den Kater ein bisschen besänftigt habe. Und wenn ich einen neuen Kaffee habe. Kaffee.